Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser... Unser Freund Hermann Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Hermann ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettvorfall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöbel ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Da sagen Sie was, Doc. Bis bald. Achtung, Einheiten. Haben Meldung über Entführung. Haben eine Meldung aus Morningside Heights. Over. Oh mein Gott! Ups, tut mir leid. Haben einen Vorfall bei Ansonia.
Einheiten. Um Einbruch kümmern. Gemeldeter Ort ist beim Theaterviertel. Officer zum Tatort. Zeuge meldet Drogendeal. Alle Officer nähe Madison. Bitte zum Tatort. Alle Einheiten. Zivilisten benötigen nach Autounfall Hilfe. Bitte nach Madison. Ladenüberfall. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Einheiten, ein Überfall wurde gemeldet. Officer, bitte nach Longacre. Wie wär's mit Anklopfen? Der ist weg. Muss nächstes Mal schneller sein. Der könnte jetzt schon in Jersey sein. Achtung an alle Einheiten. Haben Meldung über Drogendeal. Bitte alle zum Central Park. Thank you.
benötigt für Verfolgungsjagd. Brauchen Officer bei Lennox Hill. Over. Vielleicht vom Überfall auf das Auktionshaus Rosemans gehört. Was Sie wohl nicht wissen, aber meine Quellen bestätigen, die Träger trugen Masken. Grauenhafte Dämonenfratzen. Ein Beispiel mehr für die Unzahl maskierter Verbrecher, die Spider-Man mitgebracht hat. Mal hören, was Sie dazu sagen. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ich verstehe, was Sie meinen, aber Spider-Man hat die... gestern aufgehalten. Ist unfair zu sagen, er ist wie die nur wegen der Maske. Voll das Vorurteil. Falsch. Haben Sie in der Schule nicht aufgepasst, mein Freund. Vorurteil bedeutet, man beurteilt jemanden, bevor man etwas über ihn weiß. Ich weiß alles, was ich über Spider-Man wissen muss. Er rennt herum und stiftet Chaos. Er trägt eine Maske, damit er keine Rechenschaft ablegen muss. Und ein schickes Kostüm, damit die Leute ihn beachten. Und ein unerwettliches Ego füttern. Wenn ich jetzt eine labile Person bin und sehe, wie viel Aufmerksamkeit er bekommt, was mache ich? Das nennt sich Nachahmereffekt. Und das ruiniert New York. Raubüberfall. Haben eine Meldung aus der Nähe von Gracie Mansion. Over. Überfall gemeldet. Vorsicht, Verdächtige sind bewaffnet. Haben eine Meldung aus der Nähe von Gracie Mansion. Over. Einheiten vor Ort zum Tatort. Haben eine Meldung aus Douglas. Thank you.
eine Entführung gemeldet. Brauchen Verstärkung bei Verfolgungsjagd. Der nächste Officer bitte nach Robinson. It's all good, Spidey. Don't worry about it. Gegen falsche Anschuldigungen von McDonald, McGargan, alias Scorpion wehren. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand nicht Psychopath mit Vergiftungsfetisch. Seine Klage ist nur ein Versuch, seine Strafe im RAF zu verkürzen und mich für seine Taten verantwortlich zu machen. Und dagegen wehrt sich J. Jonah Jameson. Repariert. Ziemlich gute Arbeit, was? Ziemlich gut, ja. Gut genug, damit vielleicht ein gewisser jemand mit uns feiern kann? Gut, aber mach schnell. Die Chancen standen schlecht. Die Gefahr war groß. Aber mit Spider-Cops zuverlässiger Intuition und der entschlossenen Planung des Chiefs konnten sie den Job erledigen. Oh, das ist irgendwie süß. Ein paar voller Gegensätze, wie Erdnussbutter und Schokolade oder Frühstück zum Abendessen, arbeiteten die beiden zusammen. Und fertig. Wir reden später, Spider-Cop. Sie wird es noch merken, oder? Ja, definitiv. Verdächtige sind bewaffnet. Officer Grammys bestätigt. Bitte bestätigen.
Wir verfolgen ein Fahrzeug. Bitte in die Bowery. Möglicher Drogenhandel gemeldet. Nächste Einheit zum Tatort. Haben einen Vorfall in Dutchtown. Over. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Ich stehe das durch. Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Hey! Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Wenn ich die Schuhe repariere, dann halten die noch eine Weile. Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist
Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide Weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde es ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter.